Einkaufsstraße vor dem Polizeifahrzeug. Sollten Sie beabsichtigen, eine Versammlung durchführen zu wollen, teile ich Ihnen mit, dass diese bisher bei der Versammlungsbehörde nicht angemeldet worden ist. Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Versammlung ist es jedoch erforderlich, dass sich eine Person als Versammlungsleiterin zur Verfügung stellt. Diese Person bitten wir hier zum Lautsprecherwagen der Polizei zwecks Zuweisung eines Versammlungsortes sowie der Absprache von weiteren Einzelheiten zur Durchführung einer Versammlung bis 18 Uhr. Wer macht denn hier den Stau? Das ist gut. Hallo. Die Leute hier durchlassen oder was? Leute, ihr müsst einzeln da durchgehen, nicht in der Gruppe. Was denn? Was soll das denn? Was schubst du mich denn von hinten? Hättest du mal was sagen können? Was soll das denn? Mehr Angst wie als andere. Was Brutales hier. Geht doch einfach andersrum, da ist offen. Guck mal, da steht keiner. Einfach andersrum. Schlimm genug. Einfach rumgehen. Die sind heute nicht genug. Ne? Letzte Woche haben sie voll durchgezogen. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Die Polizei wendet sich mit dieser Durchsage an die Personen vor, neben und hinter dem Lautsprecherkraftwagen. Die Polizei wertet ihre Ansammlung als Versammlung und weist sie darauf hin,
dass sie während einer Versammlung eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen haben. Weiterhin müssen sie 1,5 Meter Abstand halten. Ende Durchsage, es ist 18.17 Uhr. Immer schön festhalten, die ganzen bösen, bösen Bürger. Das ist die Polizei 2020. Clans weglaufen lassen und unbescholtene Bürger filmen. Wegen gar nichts. Wegen rein gar nichts. Ehrlich. Wir versuchen einfach nochmal hier ein bisschen Ordnung reinzubringen. Okay, Ordnung! Alles gut. Nichtsdestotrotz. Die ziehen eigentlich, es kommen immer die Leute von außerhalb und die machen hier Zerrt. So, und irgendwann ist der Punkt erreicht. Ja. Wir haben jetzt gerade eine Möglichkeit. Es wird ja angemeldet. Es wird gar nichts angemeldet. Es läuft deutschlandweit, das wisst ihr besser wie wir. Holz. Wird ein Kooperationsgespräch gemacht. Wir werden sie dann hier auch begleiten. Warum? Weil es eine Versammlung ist. Das ist eine Versammlung. Wir laufen auf der Straße. Hier ist eine Versammlung. Jetzt mal, ich habe gesehen, wie hier. Ich habe gesehen, wie hier immer durch die Gegend geschubst werden von euch. Ja? Weil ihr kneift. Ja, die Alten werden isoliert, verängstigt, totgespritzt. Denn es ist ein Völkermord, was da passiert. 30.000 Tote in Europa. Und sie unterstützen das, sie unterstützen und ihr, das. Ihr werdet euch, jeder Einzelne, wird sich dafür gerade machen, wenn ich vom normalen Gericht dann vom Militär bin. So einfach ist es.
gehen jetzt spazieren. Ja, es kommt immer mehr raus. Die unterschlagen die Impfschäden. Es genau. kommt wird raus. Nie drüber geredet. Das können Sie sich mal schlau ja, machen. Der Inzidenzwert eine ist alles Lüge. Öffentlich. Intensivbettbelegung. Offizielle Datenbanken. Offizielle Datenbanken. FAIRS, VG-Access, Jutra-Vigilanz. Können Sie alles sehen. Ja, okay. Es sind alle Daten öffentlich und Sie gucken nicht da rein. Ihnen ist alles scheißegal. So, Sie wollen die Leute hier nötigen, ja, Lust abzuhauen. Meine Daten habt ihr schon, könnt ihr ruhig filmen. Hier bin ich. Hier. Da gibt es einen Befehl, Sie haben eine Remonstrationspflicht, wenn Sie so einen Scheißbefehl kriegen. Okay. Mann, ist doch zum Kotzen, ist das. Oder überprüfen Sie doch den Fahrrad. Achso, dann darfst du aber hier weitergehen. Nee, pass auf, Amsel, wir bringen dich nach Hause. Genau, wir bringen dich nach Hause. Ja, wir bringen dich nach Hause. Du bist jetzt Begleitschuss. Der Herr hat einen Platzverweis bekommen. Wir bringen ihn jetzt nach Hause. Dass er keine Angst haben muss. Das ist eine unsittliche Hürde. Kommen alle mit? Wie fühlt man sich, wenn 118 Leute einen nach Hause bringen? Was sagst du? Ist mein Wittenberge jetzt. Halt. Mein also, Wittenberge. Ich sag dir eins, besser geht's nicht. Ja. Er war ehrlich. Ja. Alter, bis zu Hause! Ey, Applaus, Mann. Bis nächste Woche. Bleiben zurück, ja. So, meine Herren, jetzt können wir ja mal reden. Ja? Hallo, Entschuldigung? Wann wollten Sie den Herrn Scholz festnehmen, den Steuerhinterziehung aus 2009? Nein, solange Sie nicht Ihren Job nachkommen und diese Verbrechen festmachen. Da ist doch Ihre Kamera da. Ist das keine Aktion? Ja, da ist Gefährdeansprache sowas in der Regel. Ich bin ja jetzt ein Terrorist. Ja, haben Sie ja so gesagt. Ich bin kein Redetrüger. Ich habe nur die Praxis dicke. 2 Jahre mache ich hier Scheiße mit. Ich arbeite. Ja, ich ist gerade vom Weg nach. Wenn du aber das Licht ausmachen, ich fühle mich geblendet. Ja, danke schön. Wenn ich dieser Besuch besiege, wenn Sie noch diesen halb aufnehmen, dann kann ich doch gut. Ja, es kommt gut, aber halten Sie das Bild doch nicht an der Zeit. Hast du gesagt, hast du die Morgen in der Zeit? Ich kann nicht mehr.
alte Auto. Wenn Sie meinen Wein vom Freigeleit, kann ich unmittelbar entspannen sind. Was ich gemacht habe, dann hat ich trotzdem richtig angegriffen. Ich würde gerne mal wissen, wer er ist. Bitte gerne mal gerne machen. Aber das ist ungehörig, was er gemacht hat. Okay. Auf zwei, das ist klasse. Das kannst du dir nicht ausdenken. Darf ich wissen, was die von dir wollten? Für die Nachwelt? Na, ich bin verdächtigt, Redelsführer zu sein. Habe ich natürlich verneint. Du bist also hier der Oberschlummer. Genau. Gleich nach mir. Ja. Aber das klärt sich schon. Okay.